Heute gibt es seit über einem halben Jahr das nächste Update zu meinen Haaren. Was hat sich verändert? Wo will ich hin? Das erzähle ich dir in folgendem Video. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Bei mir geht es ja ein bisschen auch um meine Haare und das letzte Video ist über ein halbes Jahr her und da hat sich halt schon immens viel verändert. Das erste ist mein Pony. Ne? Ich habe ja bereits schon in meinem letzten Video, das verlinke ich dir am besten mal unter dem i, erzählt, dass ich halt durch das Pille absetzen, ich habe halt so fettige Haare. Und es war ganz interessant in dem letzten Video zu sehen, dass ich da noch auf dem 3-Tages-Rhythmus war und jetzt bin ich bei 5 Tagen. Das mehr oder weniger auch nicht so ganz einfach, weil ich einfach einen Tag dazwischen habe, so diesen dritten Tag, der echt schlimm ist. Der ist echt schlimm, aber der ist auch schon besser geworden. Also es war schon schlimmer. Deswegen trage ich jetzt auch Mittelscheitel, weil das halt einfach vom Pony her einfacher ist, weil meine Haare nicht einfach zu handeln sind. Mein treuster Begleiter ist immer noch die Heilerde. Allerdings, und man sieht es jetzt, verfärbt dir die Kopfhaut. Ja, also da werde ich zukünftig auch, denke ich mal, mit Stärke ein bisschen rumexperimentieren und einfach mal gucken, weil wie gesagt, das verfärbt halt. Das war beim Pony ganz in Ordnung, da hat man diesen Scheitel hier nicht so gesehen. Aber jetzt ist es halt schwierig. Ich will zukünftig natürlich nicht nur Mittelscheitel tragen, obwohl ich das ganz interessant finde, wie die Haare aussehen, wenn sie länger sind. Jetzt sind sie ja echt noch zu kurz. Und mein Pony geht mir gerade mal, also bis kurz vor die Nasenspitze. Na, das ist natürlich unbrauchbar für alles Mögliche. Also das ist wirklich eine lästige Sache, sein Pony rauswachsen zu lassen. Das wusste ich auch. Deswegen habe ich so lange einen getragen, weil ich diese Rauswachsphase einfach nicht haben wollte. Na, also ich habe erst seitlich getragen, für seitlich ist er aber definitiv zu kurz, weil da hängt er dir ständig im Gesicht drin. Und so ist es halt die beste Alternative, auch wenn es für mich und meine hohe Stirn nicht hundertprozentig ideal ist. Aber da bin ich halt einfach am Gucken, wo es dahin geht. Ne? Also mal mit der Friseurin sprechen, was die dazu sagt, weil da war ich jetzt längere Zeit auch schon nicht mehr. Ich wasche meine Haare jetzt alle 5 Tage und jetzt, wie gesagt, habe ich Heilerde auf dem Kopf. Also könnte ich hier nicht sitzen. Das geht gar nicht. Also bin ganz froh, dass ich da sowas wie Heilerde wirklich in die Haare reinmachen kann, um halt wirklich diesen Rhythmus, diesen Haarwaschrhythmus so lang wie möglich nach hinten zu schieben. Ich habe vor dem Pille absetzen einmal die Woche Haare gewaschen. Da bin ich Meilen von entfernt. Da bin ich wirklich Meilen von entfernt. Und ich habe im Januar einen Hautarzttermin gehabt und da habe ich mit meiner Ärztin darüber gesprochen und die hat mir halt wirklich davon abgeraten, jeden Tag die Haare zu waschen. Das ist für deine Kopfhaut nicht gut und das ist für deine Haare nicht gut. Du machst die Barriere von deiner Kopfhaut, machst du kaputt. Na? Also so lang wie möglich in die Länge ziehen. Und ich mache das halt mit diesen 5 Tagen, damit ich halt wirklich so die ersten 3 so einigermaßen meine Ruhe habe, sprich da gar nichts in die Haare machen muss. Am dritten Tag muss ich ein bisschen Trockenshampoo in den Pony reinmachen. Das kannst du halt mit der Heilerde nicht machen. Also da ist sie halt einfach, also die Haare sind da zu störrisch. Und wenn ich die Heilerde auch zu lange auf dem Kopf habe, da werden meine Haare auch so richtig so nicht angenehm. Ne? Also deswegen habe ich so einen Rhythmus halt eingeführt am vierten Tag. Heilerde und am 5. Tag Haare waschen. Und am 5. Tag sind wir heute angelangt. Ich würde euch heute gerne auch noch meine Haare zeigen nach dem Haare waschen. Also es wird noch einen zweiten Teil geben. Ich fand es auch ganz interessant zu sehen. Ich habe in dem letzten Video auch diese Box gezeigt, was da so drin war und was da jetzt drin ist. Ich habe doch einiges auch aufgebraucht. Es ist immer ein guter Tipp, wenn ihr mit festen Shampoos nicht zurechtkommt, nehmt es zum Duschen. Nehmt es wirklich zum Duschen. Also das hier teste ich gerade. Also da kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, was ich davon halte. Ich werde jetzt heute extra mal meine Haare föhnen mit dem Shampoo, weil so Lufttrockner sind die ganz komisch. Das hatte ich auch schon und
Das hatte ich auch schon. Ne? Und natürlich bin ich immer noch beim festen Shampoo hängen geblieben. Mir bringen medizinische Shampoos leider nichts, was die fettigen Haare betrifft. Ich habe medizinisches Shampoo hier. Das hat mir in Sachen, ja, Fettigkeit der Haare gar nichts gebracht. Deshalb wirklich dieses Pille absetzen, da muss man durch als Frau. Also wenn man die Pille abgesetzt hat, dann rebelliert die Haut in irgendeine Richtung, ne? Und meine Richtung ist halt fettig. Mit Haarausfall habe ich gar nichts mehr zu tun, bin ich Gott sei Dank froh. Ich will euch in diesem Video auch ein bisschen sensibel machen zum Thema Haarspray. In diesem Haarspray ist Mikroplastik. In den meisten Haarsprays ist Mikroplastik. Wenn du das dir vom Kopf wäschst, dann landet es natürlich im Wasser. Und das ist meine letzte Flasche überhaupt. Es sei denn, die Industrie ändert irgendwas. Es gibt von Biotherm gibt es einen Haarspray. Der kostet natürlich wesentlich mehr. Man muss sich natürlich im Klaren sein, wenn man sowas dann auch kauft. Gerade im Naturkosmetiksektor, dann ist es einfach teurer. Also hier in solchen Produkten ist Mikroplastik drin. Also sie hat mir jetzt lange überlegt, soll ich die ganze Packung einfach entsorgen. Aber da das halt eben eine Flüssigkeit ist und die Flüssigkeit halt eben versickern kann, kann ich sie auch genauso gut verwenden. Ich werde euch jetzt auch mal zum Vergleich dieses letzte Video hier einblenden. Und da hatte ich die Stufe noch in den Haaren. Das war so kurz vor dem Lockdown. Und ich war dann im Mai beim Friseur und habe mir die Stufe rausschneiden lassen. Daher sieht es jetzt so aus, als hätte sich da nicht viel getan. Also ich habe vorne nicht mehr längere Haare. So ein bisschen vielleicht schon noch, aber nicht mehr so extrem, wie ich das in dem letzten Video hatte. Aber da ist halt keine Stufe mehr drin. Hier eine minimale Stufe, damit das halt Long Bob-mäßig fällt. Aber ansonsten, also diese extreme Stufe, die ist raus. Die ist Gott sei Dank raus. Also ich hatte da kurzfristig auch wirklich ein bisschen kürzere Haare nochmal, habe mich da auch explizit dafür entschieden gehabt. Es ist natürlich meine Haarlänge, ne? Wenn ich jetzt das mit dem Pony hier so durchziehe, muss ich natürlich immer wieder ein bisschen was von der Länge abgeben. Ich werde das nächste Mal, denke ich, so im Januar wieder zum Friseur gehen. Da haben jetzt die Haare noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Länge rauszuholen. Ich habe bei den fettigen Haaren was probiert und zwar mit Aloe Vera. Dieses Aloe Vera ist jetzt von Colibri. Du kannst dir aber genauso auch ein Aloe Vera Blatt von Dance holen. Die verkaufen die Blätter für kosmetische Zwecke, um Feuchtigkeit auf die Kopfhaut zu bringen. Leider hat das auch nichts gebracht. Bringt nichts. Meine Haut auf dem Kopf, die fettet, dass es kracht. Und das ist eben auch wichtig zu verstehen, dass wenn du fettige Haare hast, deine Haare nicht so oft zu waschen. Weil du trocknest jedes Mal die Haut aus und die Haut fettet jedes Mal extrem nochmal nach. Deswegen ziehe ich meinen Rhythmus auch so auseinander, damit meine Kopfhaut, ich sage immer, das ist ein bisschen falsch, damit meine Kopfhaut versteht, dass sie nicht so extrem nachfetten muss. Ne? Also es ist eine Extreme immer noch da. Es ist kein normales Nachfetten der Haare. Es ist schon sehr fettig, dass ich stellenweise wirklich erschrecke vorm Spiegel und mir denke, hey, no! Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, als wenn sich da einfach nichts verändert hat. Aber durch das, dass ich halt eben das letzte Video jetzt angeguckt habe und ich in dem Video gesagt habe, dass ich da jeden dritten Tag meine Haare wasche, das ist halt jetzt natürlich nicht mehr so. Ne? Da bin ich schon ganz froh, dass ich das jetzt so einigermaßen hinbekommen habe. Ich verwende eine Bürste, die ich natürlich regelmäßig waschen muss durch die Heilerde. Die ist immer dreckig. Ja, du kämmst ja deine Haare regelmäßig. Und ich verteile mit der Bürste auch die Heilerde auf dem Kopf. Und das ist auch ganz geschickt. Wie gesagt, ich schmeiße die regelmäßig in heißes Wasser, weil sie sieht halt doch sehr schnell sehr schmutzig aus. Ist ja auch logisch. Ich verwende dann auch nach dem Haarewaschen einen Kamm. Das ist für mich ein richtig wichtiges Tool, weil ich eben nicht zu fest an meinen Haaren ziehen möchte. Ich habe immer wieder in der Vergangenheit Probleme mit Haarausfall gehabt und gerade nach dem Haarewaschen, wie gesagt,
ist das Haar dann doch so ein bisschen empfindlich und ich möchte mir dann nicht zu viele Haare ausreißen. Also ich habe die beste Steuerung tatsächlich nach dem Haarewaschen mit einem Kamm und das Hand habe ich schon ewig so. Das ist schon ein Stück abgebrochen. Und die dritte Bürste im Bunde, mit der kämme ich eigentlich gar nicht, sondern mit der verpasse ich mir jedes Mal vor dem Haarewaschen ein Peeling. Also da gehe ich halt wirklich über die Kopfhaut kreisend, das mache ich jetzt nicht, das mache ich heute Nachmittag, kreisend über die Kopfhaut und massiere mir die ganze Kopfhaut nochmal. Das sollst du auf jeden Fall auch nicht zu oft machen, wenn du fettige Haare hast, weil deine Kopfhaut halt einfach empfindlich ist, überreagiert und nach Möglichkeiten Reize, die du da in der Hinsicht deiner Kopfhaut gibst, so wenig wie möglich eben geben. Deswegen gehe ich auch her, wenn ich meine Haare kämme und gehe so wenig wie möglich über die Kopfhaut drüber. Weil die sollte nach Möglichkeiten nicht noch zusätzlich massiert werden. Außer eben am Tag, wo ich meine Haare wasche. Also ich mache dann wirklich diesen hier. Über die Kopfhaut gehe ich definitiv nicht drüber. Wie ihr seht, ich habe immer noch ein gutes Stück Henna in den Haaren. Dieses rötliche, was man hier sieht. Das hat sich aber so gut an den Rest angepasst, dass mich das nicht stört. Also es stört mich wirklich nicht. Ich bin gut mit der Haarfarbe. Also ich verwende keine Henna mehr zum Färben, weil meiner Meinung nach die Henna ein bisschen schwierig ist, wenn du graue Haare bekommst. Zum einen wird dein Ton immer heller und roter, das möchte ich nicht. Zum anderen, ich bin halt kein regelmäßiger Haarfärber gewesen, das war ich noch nie. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich jeden Ansatz gleich irgendwie überfärben müsste, ich bin nicht der Typ dazu. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, meine Naturhaarfarbe rauswachsen zu lassen. Denn wenn die der Sonne ausgesetzt ist, dann wird die auch relativ hell mit der Zeit. So, das sind meine frisch gewaschenen Haare. Also ich habe ja diesen Rhythmus von 5 Tagen. Und mir ist es schon wichtig, dass ich wieder zu diesen 7 Tagen komme. Durch das, dass ich halt eben feine Haare habe, liegen die halt null, wenn sie frisch gewaschen sind. Da kannst du nichts mit anfangen. Ja, und außer nur, dass sie samtig weich sind, mehr geht einfach gar nicht. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, wieder so ein bisschen diese 5 Tage noch länger zu verlängern. Im Moment geht's gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Funktioniert null, weil da ist gerade kein weiterer Tag hinzuhängen. Geht einfach nicht. Ich bin immer ganz froh, wenn der 5. Tag vorbei ist. Und jetzt sieht man auch ein bisschen besser, wo die Haare noch gefärbt sind und wo meine Naturhaarfarbe rauskommt. Ja, ich würde mich an der Stelle wieder abmelden. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.